Freunde, willkommen zu diesem wunderbaren Video. Und ja, wir machen heute mal wieder eine Reaction tatsächlich. Ich bringe unterschiedliche Formate hier auf meinem Kanal. TCG News, Rant-Formate, Openings oder ob sich XY-Item lohnt zu öffnen. Aber ihr wollt eigentlich nur Reaction sehen in letzter Zeit. Trimax. Dementsprechend sage ich, ey, guckt euch gerne auf meinen Zweitkanal auch an. Da lade ich Stream-Highlights hoch, da reagieren wir ebenfalls auf Pack-Openings oder ähnliches. Aber heute habe ich was sehr Interessantes gesehen. Und zwar hat unser guter Trimax heute ein Video hochgeladen, beziehungsweise vor kurzem, wo er Verborgenes Schicksal geöffnet hat. Ein sehr, sehr iconic Set für mich tatsächlich, weil es so meine YouTube-Hochzeit damals war. Ich bin mal gespannt, wie süchtig der ist. Und nach dem ganzen Evolution-Hype, wie er die Karten findet. Schauen wir uns das Ganze mal an. Falls ihr noch andere coole Openings habt, auf die ich mal reagieren soll, gerade im Video- oder Streamformat, schreibt es gerne mal in die Kommentare und ich werde mir das Ganze mal merken. Da haben wir den Jungen. Ich bin noch nicht süchtig, bekommen wir den heftigen Pull. Also der heftige Pull ist definitiv Shiny Glurak aus dem Set. Ist gerade auf Cardmarke gelistet für 630 ungefähr, auf eBay glaube ich für 700 ungefähr. Der letzte Verkauf. Ist ein gutes Set, ist aber jetzt krass im Reprint tatsächlich. Also ich bin sehr gespannt, ob er weiß, wie teuer die Boxen sind, die er dort hat. Oder zumindest die er dort öffnet. Und allgemein bin ich gespannt, was für Boxen er öffnet. Von daher schauen wir mal rein. Es gibt das nächste Pokémon-Karten-Opening. Wir haben hier ein Hidden Fates-Display in einem absoluten Top-Super-Zustand. Sehr, sehr geil. Es stehen ja noch einige Pokémon-Openings an, genau wie das Base-Set für 40.000 Euro zusammen mit Papa Platte. Das wird ja noch ein großes Event werden. Bis dahin heißt es weiterhin üben. Ich habe jetzt hier auch Hoploader bekommen, also diese Hard. Also es ist schon mal krass, dass er eine ETB tatsächlich öffnet. Eine ETB ist ja jetzt gerade im Reprint. Dementsprechend ist sie tatsächlich ein gutes Item, was man öffnen kann, definitiv. Ich weiß nicht, wann er sich das geholt hat. Reprint kam erst vor kurzem. Aber ich denke mal, dass er sich das halt für eine gute Kondition geholt hat, also unter 100 kriegst du die gerade jetzt noch. Er hat sich Toploader geholt, da kann ich immer sagen, yo, falls ihr irgendwie Karten absaven wollt oder sonst was, ne, passend zum Namen, holt euch Cardsaver. Cardsaver sind eine sehr viel bessere Sache, aber Toploader tun es natürlich auch halt, ne, habe ich jetzt auch ein paar von, aber Cardsaver sind da, finde ich, immer etwas besser. Caruso ist mit dabei, Reapers ist am Start, Romatra kommt gleich noch, bin ich ein bisschen süchtig, ich bin noch nicht. Die ganze Crew ist am Start, ey. Und er ist noch nicht süchtig. Also ich würde schon sagen, dass er definitiv süchtig ist, wenn man sich das so anschaut. I mean, er hat jetzt 4, 5 Evolution-Displays geöffnet. Also der komplette Markt ist gesprengt worden, muss man sagen halt, ne? Wenn ihr euch das anschaut, auf eBay gab es vor kurzem halt noch die Option, das in Amerika zu shippen für 550. Inzwischen sind die da auch bei 700, 800. Da zahlst du halt auch noch Zoll und sowas drauf. Wenn du Pech hast, dann bist du halt auch genauso wie hier in Deutschland bei dem Preis von 1000 Euro pro Evolution-Boosterbox. Und das innerhalb von 2 Wochen. Das ist der Trimax-Effekt. Und vor allem, jetzt öffnen ja alle möglichen Streamer und sonst was Booster. Kleiner Appell von mir. Es wäre cool, wenn die Leute sich vorher ein bisschen damit auseinandersetzen. Also ich habe letztens in der Revi-Reaktion schon gesagt, yo, der kauft sich Booster, aber nicht mal dazu Sleeves oder ähnliches halt so, ne? Also das ist so ein Ding. Wenn du das schon machen möchtest, dann bitte richtig, würde ich an der Stelle sagen. Du spielst ja auch kein Fortnite mit einer 5-Euro-Maus oder sowas oder 10-Euro-Tastatur oder ähnliches. Da hast du ja auch meist irgendwas Besseres, womit du dann halt besser ausgerüstet bist oder ähnliches halt. Und gleichzeitig sollte man sich eventuell über das Set ein bisschen informieren. Aber wie gesagt, habe ich damals auch nicht gemacht. Ich habe damals mal auch Sets gekauft, um halt einfach überrascht zu werden. Also von daher. Nicht süchtig. Ich bin erst offiziell süchtig, wenn ich mir zusätzlich zu dem Base-Set noch ein Jungle- oder ein Fossil-Set oder ein Display bestelle. Dann bin ich offiziell süchtig. Dann dürfte es. Dann ist er süchtig. Okay. Bin ich ja schon ultrasüchtig, würde ich sagen. Sag mir jetzt erstmal, was ist das Allergeilste, was hier rauskommt? Das ist das Ding halt, ne? Trimax kostet sich dieses Ding, hat keine Ahnung davon und fragt seinen Kollegen, was das Geilste ist, was er ziehen kann. I mean, ich finde das Ganze sehr, sehr süß, aber trotzdem ein bisschen Recherche wäre vielleicht ein bisschen cool. Aber ich glaube, der wird da gute Informationen vorbekommen haben, bevor er sich das gekauft hat. Ein Glurak GX in Shiny, das ist dann schwarz. Glurak GX Shiny, Preis? Bei den Hidden Fates habe ich noch nie nachgeguckt. Was ist das für eine geile Qualität? Das ist auch schon nicht schlecht. Ah, sieht das so aus? Naja, nicht so ganz ähnlich, aber es kostet in der 10. So ein schönes Set halt, Verborgenes Schicksal, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Wenn man ein wunderbares Modern-Set öffnen möchte, das heißt ein Set, was vor kurzem erst erschienen ist und gar nicht so teuer ist, Verborgenes Schicksal ist das Set. Mit eines der besten Holiday-Sets, was in den letzten Jahren erschienen ist. Ey, kann man sehen, welche Karten alle drin sind? 500. Ja, genau. Jo, da war's schon. Seid ihr davon? Ich bin ganz ehrlich, ich finde das Glurak-Artwork nicht sehr geil. Allgemein, die Illustration bin ich nicht so der größte Fan von, aber es ist trotzdem eine schöne Karte halt, ne? Das da! Ja, ja. Das wollen wir ziehen. Das Ding wollen wir ziehen. Sehr viele neue dabei, ne? Sehr viele neue, ja, ja, ich weiß. Klar, kann da auch geile Pokémon dabei sein, die ich jetzt aber nicht so hart auf dem Schirm. Psyana in Shiny. Okay, ich will direkt... Ich will direkt öffnen, let's go. Ich bin mal gespannt, was seine Meinung ist zu der Promokarte, die da drin ist. Das wunderbare Artwork von Arctos Zapdos Lavados. Das sind nicht so viele, nee. Das sind nicht so viele. Das sind Hüllen dahinter, oder? Zack. Ganz hinten sind Hüllen und davor sind die Karten, die Standard. Was sind das für Karten? Das sind Standardkarten, die immer dabei sind? Ja, das sind so Energiekarten und so. Die sind einfach so dabei. So als Riesen, so eingepackt einfach. Ja.
Also so eine ATB ist ja mehr oder weniger so der Start des Spielens. Also man soll sich sowas holen, um halt sein Deck zu verbessern. Deswegen halt auch die Marken und sowas dabei. Ist eine coole Box halt. Also eine Elite-Trainer-Box ist immer, finde ich, halt auch eine gute Sache, die man sich immer holen kann und halt auch sealed lassen kann. Was ist das hier? Die sind auch immer dabei. Und was ist das? Ich glaube, Polo. Sieht so aus wie Getränkeuntersetzer, weiß ich nicht. Kann nur sein, dass das so fürs Spiel relevant ist. Also die Teile, die er da gerade hat, das sind keine Getränkeuntersetzer oder ähnliches. Das ist dazu da, um Karten halt mehr oder weniger zu stapeln, beziehungsweise zu platzieren. Zum Beispiel, du hast hier Energiekarten, setzt das Ding hin, dann hast du hier deine Bossmonster, also halt die Phase 2, Phase 3 zum Beispiel. Und davor hast du die Pokémon-Karten, die halt keine Entwicklung haben oder sowas. Um das halt ganz zu trennen, kannst du halt anhand dieser Teile immer das halt mehr oder weniger sortieren. Oder halt auch, falls man eine Sammlung hat, kann man damit Sachen untertrennen. Die waren wirklich cool aus. Digga, was ist denn alles drin? Ich wollte nur ein paar Karten, was ist das? Die ist cool. Aber die ist immer mit drin, ne? Ja, das ist die Promo. GX-Promo, gut. Oh, 20, 30 Euro Karte, flupp! Fliegt einfach vom Tisch, ey. Guck mal hier, was ich alles bestellt habe, kam hier jetzt an. Top-Loader. Ganz viele Top-Loader und noch, das war so ein Kombi-Pack, das kam nach einem Tag an. Geile Sache. Ich bin nicht süchtig. Ich bin nicht süchtig, sagt er. 20.000 Top-Loader, let's go. Dafür, was ist nein, fünf. Eine habe ich schon aufgemacht. Fünf habe ich bestellt. Digga, holy shit, was ist denn hier alles erstmal dabei? Jetzt hier mal das hier aufmachen. Da sind nur Energiekarten drin, Minion. 9,10 Booster für 400 Euro? Nee, ich glaube, du hast 2,50 bezahlt. Nee. What? Oh, das ist eine Menge Geld. Du, ich glaube, ich habe 350 bezahlt. 350 hat der Mann bezahlt. Also für 350, also da kriegt er hier schon welche für 230. Und halt auch sogar in Deutsch welche für 255. Und auf eBay gehen die, wie ihr sehen könnt, auch für 125, 140 ungefähr weg. Also das ist sehr, sehr krass tatsächlich. Dinger ist ja dann sogar teurer als Evolution, oder? Ja, und das Glurak, was da drin sein kann, ist halt noch viel seltener und kostet nur 500 bis 2000. Also das Glurak, was da drin sein kann, ist natürlich seltener, weil es auf dem Shiny Secret Rare Slot ist, wo halt noch viele andere Karten sein können. Aber das Ding ist halt, dass die Karten besser ausgestanzt oder allgemein bessere Qualität haben als die Evolution-Karten, weswegen die Evolution-Karten natürlich seltener sind, beziehungsweise auch mehr Wert haben. Aber das Ding ist, da erstmal Glurak rauszuziehen, ist super, super schwer. Ich habe bestimmt von diesem Set 1000, fast 1500 Booster geöffnet, habe ein einziges. Also ich wünsche dem Jungen auf jeden Fall viel Glück. 1, 2, 3, ne? Ja. Bei Romatra waren es 5, bei Yu-Gi-Oh! 4. Ich glaube, du hast gerade schon geleakt, kann das sein? Kann sein. Okay, let's go. Endlich mal neue Pokémon, neue Karten, ist geil. Oh, ich hab übel Bock. Warum macht das so viel Spaß? Scheiße, ich bin total drin. Ja, du hast mich süchtig gemacht, du Assi. Das Ding ist halt, ich hoffe halt wirklich, dass es bei ihm mehr oder weniger die Lust und Laune ist und halt nicht so, wie es gerade rüberkommt. Yo, ich möchte einfach das Teuerste ziehen, hab gar keine Ahnung. Aber wenn ich das so höre von ihm mit den Artworks, scheint er doch so auch Interesse an dem Ganzen zu haben, was gut ist. Hast du Kaffee getrunken? Nee, ich hab ein bisschen was. Klein, einen Lütten, naja, einen großen Level aber getrunken. Muss man auch ehrlich sagen. Oha, warum sind das so? Ist nicht zittert, ich bin komplett ruhig. Oh, jetzt hält er die Luft an? Nee, ich bin normal. Und zittert. Okay, ready? Ballert direkt, so, fertig. Oh, direkt geil. Glutexo schmeckt, kommt direkt auf den Chillo-Stab. Erstmal Glutexo. Anderes Artwork gefällt mir. Ja, ja. Was ist mit dem Fokus schon wieder los? Reverse Energie? Hulu? Ja, ist okay. 1, 2 Euro Karte, nimmt genug. Man mit. Ach, jetzt kommt hier. Pack. Jetzt direkt erster Hit. Ist eine Holo. Ist keine Holo. Die Holo tue ich hier. Mr. Mai. Auch eine dahinter. Achso, ja, da musst du 4 nach vorne machen. Achso, dann ist jetzt hier noch ein bisschen. Ah, das war die letzte normale Kampfenergie. Das ist jetzt die Rare hier. Ist Pantymos die Rare? Pantymos ist die Rare. Okay, das war jetzt schon das erste von. Das sind echt nur 10, du. Da bin ich ein bisschen. Ich tue dir jetzt. Ob du jetzt eine Common-Karte mehr oder weniger hast, ist, glaube ich, ja auch egal. Es geht mir ja auch nicht um die Common-Karten, würde ich dann sagen. Es sind ja die wichtigen Karten. Du hast ja Doppelchance auf dem Rare und auf dem Reverse-Slot dort mit dem Set. Cooles Artwork, da sind sogar noch 2 Carpathos im Hintergrund. Die Artworks in dem Set sind wirklich schön, das muss man an der Stelle sagen. Hat auch das Set-Logo, was man dort sehen kann mit den 3 Sternen. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben bei dem Set und ich hoffe, dass wir da mit glänzenden Sticks ein ähnliches gutes Set bekommen, was wir jetzt halt im Februar bekommen werden. Rattern, wie heißt das Ding? Rattern. 2 verschiedene Artworks von dem Ding, okay. Pikachu, chillig, okay. Hier kommt jetzt erst die Reverse-Holo. Oh, hä? Das ist das Ding halt. Auf dem Reverse-Slot sind immer die Shiny-Karten. What? Ist das, nicht Reverse-Holo? Das ist Holo. Das ist einfach die Holo, ja. War in dem Pack keine Reverse? Das ist das Ding halt, ne? Ein Video oder ein Research gereicht, um herauszufinden, okay, in diesem Set gibt es halt Shiny-Karten auf dem Reverse-Slot. Sowas würde ich cool finden, halt, wenn man dafür eventuell ein bisschen Recherche betreibt. Aber wie gesagt, ich habe es damals halt auch nicht gemacht. Ich habe damals auch einfach straight die Packs geöffnet, weil ich ungespoilert an die ganze Sache rangehen wollte. Und wenn man das von diesem Aspekt aus sehen kann,
Ist es jetzt gerade sehr unterhaltsam. Aber hier hinter kommt jetzt was. Seid ihr ready? Das funkelt übertrieben. Seid ihr ready? Mach go! 3, 2, 1, go! Oh. Starmie. Na gut, Starmie GX. Hey, aber du kannst jetzt anstatt eine Reverse Holo, ziehst du eine Holo und dann dahinter siehst du... Noch eine Full Art. Noch eine Full Art. Also Holo und Full Art in einem Pack. Finde ich geil. Malamar kann ich nicht mit anfangen. Ich weiß nicht, welche Generation sie hat. Sie hat nur gesehen, dass Romatra die gezogen hat. Das ist irgendwie ein Calamari. Der gute Calamari, Alter. Willst du wissen, was das kostet? Nee, das will ich gar nicht wissen. Das kostet bestimmt gar nichts. Ich lass die jetzt einfach 20 Jahre liegen, dann kostet das auch was. Ey, tatsächlich, das Glurak, was du haben willst, ist auf dem Reverse Holo Slot. Weil auf dem gut zu wissen. Sind, können die Shiny sein. Okay, okay, jetzt wissen sie es auch. Dann ist ja fein. Reverse Holo, Porenta. Und dahinter haben wir... Ins Bild greifen. Das Gute ist, by the way, für alle, die es nicht wissen, warum die Shinies auf dem Reverse-Slot sind. Das Ding ist halt, es besteht halt immer die Möglichkeit, Packs zu wiegen. Und die Reverse-Karten, die halt auf diesem Reverse-Slot sind, wiegen halt genauso viel wie die Shiny-Karten. Das heißt, man kann dieses Set nicht unbedingt wiegen, was gut ist. Also das finde ich tatsächlich eine sehr gute Sache. Ist bei Call of Legends, beziehungsweise Ruf der Legenden ebenso, dass die seltenen Shiny-Karten immer auf den Reverse-Slot gesetzt wurden, damit die Packs halt nicht gewogen werden können. Damit die seltensten Karten trotzdem für jeden erreichbar sind. Sehr, sehr gute Sache. Geowatz. Geowatz ist cool. Wir haben alle drei jetzt schon gezogen. Kleinstein, Geo... Den anderen Typen? Geo Stein und Geo anderer Stein. Du bist gut. Ja, klar. Krass. Okay, jetzt kommt die Reverse. Okay, Rettern. Okay. Ich finde aber, das ist nicht so, dass das Reverse-Holo von den Karten ist schwächer als beim Evolution. Definitiv. Also Evolution ist sehr, sehr viel einfacher, sage ich mal. Hier hast du halt die ganzen Energiekarten und sowas halt noch, die man dort sehen kann, beziehungsweise allgemein die Attribute des Pokémon. Ist aber Personal Reference, würde ich sagen. Stark, ne? Finde ich auch. Okay, und dahinter haben wir... Smogmog. Cool. Ah, das ist ein geiles Artwork. Also das feiere ich sehr mit James im Hintergrund. Mhm. Inkay. Was ist das denn? Entwicklung von dem Calamar. Das ist ein Shiny. Digga, das ist ein Shiny schon wieder. Ich habe die beiden Entwicklungen. Das ist ein cooles Set, aber ich fühl's halt nicht, weil ich das. Ah, für so ein paar Booster ist es schon sehr stark mit zwei Shinies. Pokémon nicht gespielt habe. War auch ein Shiny, okay, krass. Okay, nächstes. Das ist auch $40. Oh, Mew. Euro. Mew, aber gar kein Holo, gar nichts irgendwie. Mew, ist das gut? Mew muss. Nee. Scheiße, echt Rare nicht. Rare denke ich gar nichts. Einpacken. Na, Mew ist cool. Ein Fuffi. Ein Fuffi? Fuffi, eine Rare. Das Mewtwo aus Evolutions war ja auch gar nichts. 50er. Okay. Also ich denke mal, er geht vom PSA 10 Preis aus, weil normal kostet die Karte, 1,61 Euro halt. Ne, in einem guten Status, wie man das hier sehen kann. Reverse Rare geht die Karte in 5er, was auch okay ist für Sammler gerade, die das Master Set voll haben wollen. Und gegradet geht eine PSA 9 Reverse Holo, also das heißt die seltenere Version von der Karte, 72 Euro. Wobei man aber halt auch noch die Grading-Kosten mit reinrechnen muss. Muss man dann halt sehen, ob es sich lohnt oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass die Rare jetzt so unglaublich wertvoll ist. Wenn er sie graden möchte, kann er das gerne machen natürlich. Also ich finde, man sollte auch mit den Preisen sehr transparent sein. Bringt nichts immer, die PSA 10 Preise oder sowas anzusprechen für Karten oder PSA 9 Preise. Sondern man sollte halt schon sagen, okay, Raw ist die Karte tatsächlich bei einem Euro vielleicht halt, ne? Weil das gibt halt dem Zuschauer ein ganz anderes Bild halt, ne? Wenn du sagst, oh, ich öffne hier eine 350, 400 Euro Box. Und ziehe tatsächlich halt dann jedes Pack 50, 60 Euro. Dann denkt der Zuschauer, oh, das lohnt sich. Und das ist mehr oder weniger nicht das, was es sein soll. Weil gleichzeitig, wie gesagt, diese Grading-Kosten und die Zeit bis dahin, bis die Karten gegradet werden, ist halt sehr immens, finde ich tatsächlich. Haben wir schon die Hälfte durch. 10 Booster ist echt wenig. Hat was genuschelt. Wer war das von euch? Ich würde sagen, dass alles low aussieht. Oh, damn. Wer ist Giovanni, Chef Strobel? Der Böse von Team Rocket. Team Rocket, weil sonst ist Team Rocket alles lieb, aber nur der ist böse. Ja gut, aber... Was ist er noch? Was ist Giovanni noch? Wer weiß es? Der Macher von Er ist der Arenaleiter der letzten Arena, ihr Loser! Alter, das ist echt losermäßig. Na klar, der Achte, der geheime Arenaleiter. Evoli haben wir noch gar nicht gezogen. Ballard, Enton nochmal. So, jetzt müsst ihr schon die Reverse kommen. Hi, Seigert. Was ist das denn? Das ist 1 der 9 in Shiny. Das sieht cool aus. Das ist halt so, ich kann es halt nicht fühlen, weil ich es nicht kenne. Gehypt, ne? Keiner ist gehypt, weil es keiner kennt. Brasilien. Ja, es ist jetzt ein Fuffi. Geiles Teil. Also Seigert ist 20, 30 Euro Karte Raw. Ist ganz nett. Geile Karte, definitiv. Und der 14-Jährige ist in 20 Jahren 34, ja? Und der feiert die Karte dann ultra. Und das dem verkaufe ich sie dann für 1000, weil ich sie jetzt einpacke. Okay. So, dahinter kommt noch was Geiles. Ich will es gar nicht irgendwo anfassen, weil es überall nice ist. Alter! Oh, Poggers, Alter! Alter, let's go! Das war ein starker Booster. Full Art GX.
beides in einer Packung. Das ist ein gutes Pack, ja, definitiv. Vom die Artworks sind halt auch super stark, gerade von Garados, Glurak und Mewtwo, die man halt dort ziehen kann. Pummeluff, Weiterentwicklung, Reapers? Nudeluff. Was ist das für so random Quizze, ey? Also ich hätte echt mal Bock, vielleicht mache ich das den nächsten Stream, vielleicht habe ich es ja schon gemacht, so Pokémon-Quizze einfach zu machen. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es auch immer gerne in die Kommentare. Auch, by the way, die Artworks hier von Rettern haben mit Arctos im Hintergrund passend zum Sky Legends-Set, was in Japan rausgekommen ist. Mega, mega hot. Ich glaube, das ist schon die Reverse-Holo. Okay. Kangama. Ist cool. Kangama, Alter. Das ist nice. Ich mag Kangama. Ich auch. Ja, aber ist nice. Jetzt kommt ja, das stimmt schon. Oder? Dahinter glänzt es nicht so ein bisschen? Nee. Misty's Watercolor. Das ist ein sehr, sehr geiles Artwork. Solo, Solo. Das sieht schon, ist schon eine coolere Misty, besser als die andere Misty, die twerkt, aber immerhin. Ja, gibt natürlich geilere Puls, ist klar, keine Frage. Die Splasher okay. Misty. Aus dem ersten Letzte. Hidden Fates. Komm schon, Mann, gönn jetzt nochmal bitte. Bruder. Sehr schön. Also nochmal ein Shiny-Hit. Damit hat er, glaube ich, 3-4 Shiny-Hits bekommen, was sehr, sehr unverschämt, also vom Luck her ist. Also ich hatte schon ETBs, die habe ich geöffnet, da war ein Shiny drin und dann war da nichts drin. Er hat, glaube ich, 2 GXs mit Gyarados Starmie, den Jungen. Und ich call jetzt noch Arctos, Zapdos, Lavados und Tag Team dahinter. Das war so eine Riesenpackung, aber da. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, da sollte er sich definitiv mal über den Preis halt Sorgen machen. Wenn er dafür wirklich 350 Euro bezahlt hat. Da ist dann letztendlich nicht so viel drin, ne? Ja, es fühlt sich so nicht so rewarding an, aber das Erlebnis ist ein anderes beim ersten Mal. Wenn du das jetzt noch 10 Mal aufmachst, dann nimmst ja, du einfach nur die Buße raus und denkst dir so, oh, scheiße. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also es macht mehr Spaß, definitiv viele unterschiedliche Sets zu öffnen. Es gibt ja gerade sehr viele coole Modern-Sets. Ich kann Ihnen sehr Farmshock empfehlen, falls er darauf Bock hat, ist das neueste Set. In Farmshock gibt es zum Beispiel sehr, sehr viele unterschiedliche Karten. Amazing Rares, das, Chunky Pikachu, was man auch in Rainbow ziehen kann, was sehr, sehr expensive ist. Gerade wenn er sich ein englisches Display holt, bis zu 1600 Euro wert. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass er das Ganze ausprobiert. Aber wie gesagt, ich kann ihn sehr empfehlen. Wenn ihm das Spaß gemacht hat, soll er gerne mal ein paar andere Modern Sets ausprobieren, die eventuell ein bisschen mehr Variety mit sich bringen halt. Ne? Also das ist halt ein Set, wo du halt wirklich auf die Shiny Huntest. Ein sehr cooles Set, aber da musst du auch sehr viel Geduld haben. Und du musst auf den Preis achten, weil schon sehr viel Geld, was er dafür ausgegeben hat. Ob du so, dir so eine Premium Power Collection holst, da sind halt auch die gleichen Booster drin, aber weniger von dem anderen. Das gibt's auch? Anführungszeichen Trash. Das gibt's auch? Wie viel kostet das? Ja, das ist halt eine kleinere Box. Da sind weniger Booster drin, aber kostet so roundabout 200. Für 200 kriegst du da, ich glaube, 7 Booster sind da drin. 207 Booster, bestelle ich mir davon 3 oder so? 12 meinst du? Hey, wollen wir die Kirche im Dorf lassen? Okay, Leute, schreibt. Ja. Also ich merke schon, der Boy, der ist nicht süchtig. Ich würde sagen, wir beenden an der Stelle auch mal die Reaction für heute. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall mal zu sehen, wie er auf Sets reagiert, die nicht mit Oldschool-Karten in Verbindung sind, sage ich mal. Evolution ist ja ein sehr, sehr iconic Set, wo du halt gerade wegen den Artworks das Ganze öffnest. Hier ist es komplett modern gewesen. Wie er schon sagte, ohne Gyarados wäre er nicht so gehuckt, sag ich mal, oder wäre nicht so überzeugt gewesen, weil es halt ein OG-Pokémon ist. Eventuell, was ich ihm auch näher bringen kann, spiel einfach die neuen Spiele doch einfach mal. Das würde ihm vielleicht auch ein bisschen was bringen, vielleicht ein bisschen Spaß oder sonst was. Er streamt ja jeden Tag. Wäre vielleicht mal eine coole Sache. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Reaktion gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder bei einem weiteren Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.